Einzige Sache, die jetzt wirklich in vielerlei Hinsicht aus mehreren Richtungen jetzt schon gehört habe, ist, dass die meisten probieren, ja, den Dry January quasi zu machen. Ach so, ja. Das heißt, dass man quasi den ganzen Jänner auf Alkohol verzichtet. I did dry January. Did anyone do dry January? No, I don't recommend it. Ich habe mir ja gegen dem, was ich sonst so mache, am 30. oder am 31. Dezember wieder wirklich sehr nachhaltig ordentlich an die Birne eingestellt. Okay. Also ordentlich gelötet quasi. Ja, da muss man sich als Österreicher nicht entschuldigen. Ja? Kann man sagen, das gehört zu unserer Kultur dazu. Genau. Und dementsprechend ist es dann wieder spannend, dass es jetzt einige Menschen auch in meinem näheren Umfeld gibt, die jetzt auch sagen, so, na, sie wollen jetzt auch nicht mehr saufen. Ich würde jetzt nämlich auch wieder wirklich relativ konsequent wieder weniger trinken oder gar nichts trinken eigentlich. Eigentlich gar nichts trinken. Aber in meinem Bekanntenkreis, eine Freundin von mir, hat jetzt wirklich gesagt, so, naja, das Problem ist, sie kann sich halt wirklich mit einigen Menschen jetzt so nicht mehr treffen, weil sie die halt einfach. Wenn man den betrunken, nur betrunken aushält. I learned one thing, my friends are fucking boring. That's what I learned. Na, Na, ich so. weiß es. Du wirst ja natürlich jetzt als jemand, der den ganzen Jänner abstinent sein will, wirst du dich jetzt nicht mit jemandem treffen, der das vielleicht nicht macht und der sie dann vielleicht in der. Der fühlt sich angegriffen. Na, Sicher wird der sich aber angegriffen. gut, Weil angriffen. wenn ich jetzt saufen gehe Ja. und ich entschließe, ich hau mir jetzt ein paar Bier rein und ich weiß insgeheim, das ist nicht gesund. Und du kommst daher und sagst dann, ich trinke aber nichts, gell? Ich trinke aber nichts, trink nur du, wirst du sehen. Das macht ja auch keinen Spaß. Das passiert, wenn du 4 Wochen lang keinen Alkohol trinkst. Dein Schlaf wird besser. Du baust schneller Muskeln auf. Das Abnehmen fällt dir viel leichter. Dein Hautbild verbessert sich. Und deine Leber erholt sich. Ach nee, nee, lass mal. Nee, bin da nicht so für. Weißt, aber nicht nur, dass es keinen Spaß macht und der andere sich vielleicht angegriffen fühlt, sondern der andere, der vielleicht keinen Dry January macht, der sitzt halt dann dir gegenüber und. Naja, sicher. Und Und dann, du sitzt dann da und denkst dir so, ich hätte auch ich gern. mag es so Nein. gern. Ich meine, ich habe ja ein Jahr lang auch nichts getrunken, gell? Ja. Schon ein bisschen länger her. Da war es nicht so, dass ich mir gedacht habe, ich hätte das jetzt auch gern, das Bier, was der so trinkt, sondern nach 3 Bier habe ich mir gedacht, ich verstehe kein Wort mehr. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient. Für die anderen, aber Speise hat man immer zulegen. Was, das war eher das Problem. Ja. Aber lass uns zu dem neuen Trend kommen. Lustig ist auch wieder ein englischer Begriff. Gut, das kommt aus England. Aber ich frage mich, wieso muss das immer so ein Trend sein? Weißt, die Neujahrsvorsätze reichen nicht mehr. Nein, Ja? das reicht nicht mehr. Das reicht nicht mehr. Na. Wann hast du das letzte Mal ein Bier getrunken? Ein Bier ist vollkommen sinnlos. Entweder 10 Bier oder gar kein Bier. Es gibt da ganz viele verschiedene Sachen, aber es ist schon ein bisschen nervig, dass das ein Trend sein muss, weil es könnte ja auch sein, dass man einfach sich dazu entschließt, so einmal keinen Alkohol zu trinken oder vielleicht einmal das vielleicht so einzuteilen, dass man sagt, man kann es vielleicht ein ganzes Jahr lang durchziehen. Vielleicht unter der Woche nichts saufen. Schau her, Weißt? du Aber sagst. nein, ein Freund von mir ist ja also ganz ein heftiger Kandidat, der dann immer sagt so, wenn irgendwer sagt, er will zu weniger Fleisch essen, ist er dann derjenige, der sagt, ich esse gar kein Fleisch mehr. Der muss dann immer so eine Challenge Nein, draus machen, ja. der muss da immer ein bisschen dagegen Weil es arbeiten. einfach ist. Weil man, ja genau, weil es einfacher ist. Fürs Hirn ist es leichter zu sagen, gar nicht mehr. Nein, natürlich, weil es ja auch eine Droge ist. Ja, eh. Nur mit solchen Trends ist es halt auch, man beschäftigt sich nicht damit. Warum trinkt man Alkohol? Wieso gibt es Alkohol überhaupt? Und da ist es so, ich mache beim Trend mit, bin cool und dann trinke ich einen Monat nichts, weil ich weiß, dass es für mich gut ist. Und dann ab Februar wird ordentlich wieder hinter die Binde gegossen. Und da denke ich mir, das macht keinen Sinn. Also man müsste eher den Umgang mit Drogen und mit Alkohol lernen. Ja? Ja. Sozusagen, dass ich sage, du, ich brauche ihn gar nicht. Oder heute ist mir wurscht. Heute macht es Spaß. Weißt du, was ich meine? Ich meine, das Ich Ding ist. frage mich, wie viel saufen die Österreicher, wenn man wirklich so einen Monat braucht, wo man sagt, ah, das war jetzt der letzte Monat, war so wild. Weißt du, mein Leber ist schon so angeschwollen. Ich muss jetzt da bei diesem Trend mitmachen. Finde ich ein bisschen komisch. Obwohl natürlich freut es mich, wenn wir jetzt aus einer Gesundheitskrise kommen, dass sich die Menschen schon langsam auch damit beschäftigen, ja, was ist für mich gesund, wie kann ich mit meinem Körper umgehen. Dann ist auch nur die Frage, was die seelische Gesundheit und die andere Gesundheit. Vielleicht tut es einem voll gut, wenn er sich jeden Tag 3 Bier reinhaut, was? Der lebt viel länger, weil er keinen Stress hat. Ich weiß es ja auch nicht. Sorry, aber Menschen, die nicht frühstücken, wo nehmt ihr bitte eure Energie her? Jägermeister!
Nur bei solchen Trends sieht man wieder, es beschäftigt sich keiner damit. Es ist kein medizinischer Hintergrund irgendwo. Weißt? Es geht nur mit einem Datum, mit einem Monat und mit einem Namen dazu. Genau, ein Schleiferl brauchst du. Ja. Das gehört alles dazu. Ich bin jetzt im Club der Nichttrinker. Ja. Das braucht man scheinbar alles als Mensch, dass man da ja, für sich selber ein bisschen auf die Gesundheit schaut. Aber ja, grundsätzlich finde ich es so gut. Weißt, sauft weniger. Schau, ich finde es ja spannend, was passieren würde, wenn jemand, der wirklich regelmäßig ein Feierabendbier trinkt, vielleicht, sagen wir mal so dazu. Ja. Wenn der das dann weglässt, ob der dann sofort auf eine andere Alternative umschwenkt, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Feierabend-Leberkassemmel oder ein Feierabend-Tafelschokolade. Ja, eine Belohnung ist auch wichtig, gell, dass man sie das selber gibt. Finde doch mal raus, wo wir irgendwie 20er Gras kriegen. Was zu smoken? Aber die große Frage ist halt, was es mit einem macht, wenn man es wirklich jeden Tag oder sehr regelmäßig macht. Aber gut. Ja, nicht zu vergessen, das möchte ich nur dazu sagen, Alkoholismus ist eine Krankheit. Ja. Und vielleicht sollte man es auch so behandeln. Und es ist nicht gut, wenn man dann so mit Trends da dagegen steuert, sondern weißt, alkoholkrank ist eine Krankheit, braucht man Hilfe. Ja. Weißt, da bringt jetzt nichts, wenn ein paar Bekannte am Monat nichts trinken, weißt, wenn sie Leute 20 Bier am Tag reinhauen und voll hin sind. Ja. Also, ja, sollten wir generell sollten Aktionen sein oder eine Aufklärung über die Medien, ja, wie man mit Alkohol und mit Drogen und uns umgeht. Ja. Ja. Passiert nicht, es kommt ein Trend aus England und damit hat es erledigt. Ist jetzt natürlich nicht falsch, aber zu wenig, zu spät. Wir sind die Jungs von Nullpunkt und ihr habt euch gerade einen Clip von Alles Gute Österreich angeschaut. Wenn ihr die ganze Sendung sehen wollt, dann klickt jetzt am besten hier hin. Und wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch so machen, dann klickt am besten dahin. Da ist unser Kanal. Hey, und wenn schon am Kanal seid, könnt ihr ein Abo da lassen, ein Like, ein Kommentar. Und über eine Spende würden wir uns sehr freuen. Danke! Alles Gute! Bis zum nächsten Mal!